So, ein herzliches Moin Moin an alle da draußen, die heute eingeschaltet haben und hier bei Das Talk dabei sind. Ich habe eine ganze Rotte von Leuten heute mal dabei, in Farbe und Ton, und begrüße die Kamikaze Dungeon Show. Hey! Hi, schön, dass wir da sein können. Ja, schön, dass ihr es einrichten konntet, kurzfristig hier zu sein. Das Gute ist, für die Zuschauer nochmals kurz als Info, mich hört man nur, ich bin die Stimme aus dem Off heute, aber ihr dürft unsere Truppe hier jetzt einmal sehen und könnt ihr auch jeden Montag sehen, immer um 20.30 Uhr bei Twitch, Kamikaze Dungeon Show eingeben. Ich gebe hier schon mein Prädikat wertvoll. Daumen hoch, müsst ihr euch angucken. Aber bevor wir jetzt hier die Lobpreisung und die Beweihräucherung starten wollen. Starten wir erst einmal. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, einfach mal um euren Kanal ein bisschen kennenzulernen und herauszufinden, wer ihr auch so als Menschen seid. Ja, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja, vor allem für unsere Zuschauer, die ihr anwerben wollen hier jetzt gerade. Wer seid ihr eigentlich so als Gruppe? Wie seid ihr dazu gekommen, D&D zu spielen live über Twitch? Da schauen wir jetzt alle den Adrian an. Ja, hallo. Genau, ich bin der Adrian, von der Dungeon Master von der Kamikaze Dungeon Show. Und wir sind tatsächlich auch alle Arbeitskollegen. Wir sind alle im Bereich Schauspiel und Improvisationstheater tätig. Und es kam Corona und ich habe mit meinen Kindern wieder D&D für mich entdeckt. Ich habe das früher massig gespielt. Meine Kinder sind aber so klein. Da macht es keinen Spaß. Die haben immer Angst vor dem Blut. Ja. Tatsächlich sind ein paar Monster schon so Albtraumgestalten. Das ist dann nicht so gut für die kleinen Kinder. Aber nee, wir hatten trotzdem wunderschöne Runden, so ist nicht. Und ich wollte eben spielen mit den Leuten und dann dachte ich, mein Gott, das macht so viel Spaß. Ich lache so viel und ich finde, das können andere Leute eigentlich auch miterleben und das wollen wir gerne zeigen. Und uns war es ganz wichtig, dass das wirklich am Tisch passiert, also weil nur da ist dieser Riesenspaß für uns jedenfalls vorhanden, dass man so das spürt, diese Energie der anderen. Ich glaube, das liegt auch daran eben, dass wir alle aus dem Schauspiel und aus dem Bereich Impro auch kommen, wo es einfach wahnsinnig hilft, dass man alle körperlich auch hier sind, weil man sich dann spürt und reagieren kann. Und es ist was anderes als über den Bildschirm. Ja, man kann sich anfassen. Ich werde nie angefasst. Oh, ich habe zwei Spielleiterschirme. Ja, aber wie kamen wir jetzt dazu? Irgendwann, Ja, ja, ich weiß schon, weil Adrian hat mich irgendwann angehauen und hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mitzuspielen. Und dass eben sein Plan wäre, das zu streamen. Und ich habe eigentlich keine große D&D-Geschichte. Ich kenne diese Dinge schon sehr lange. Also bei mir war das so wirklich sehr, sehr lange. In meiner Jugendzeit bin ich mit das Schwarze Auge in Kontakt gekommen, also DSA. Mhm. Und da haben wir dann, weil ich da so viel Bock drauf hatte, habe ich immer versucht, so mit Freunden mal so eine Runde hinzukriegen, aber es hat nie wirklich geklappt. Wir haben dann vielleicht zwei oder drei Sessions gespielt und dann war es das wieder. Mhm. Aber seitdem habe ich immer Bock drauf gehabt. Und dann kam eben ungefähr 84 Jahre später Adrian und hat mich angerufen, ob ich da Bock drauf hätte. Das meint übrigens wörtlich. Robert ist schon so. Ja, das stimmt. Genau, und dann hat er mich eben gefragt, ob ich nicht eine Idee hätte, wer da noch dafür in Frage käme. Und ich musste eigentlich sofort an Tom und Nicke denken, weil ich wusste, dass das auch alte Spieler sind und weil ich die beide auch von der Bühne kenne und sehr schätze. Und mir dachte, da stimmt alles zusammen, da stimmt die Energie und so weiter. Und so kam das dann. Das war gut, weil nämlich ich kannte den Tom ja auch schon davor, aber ich hätte gar nicht an ihn gedacht und du hast halt gesagt, bam. Ja, du mochtest ihn ja vorher nicht. Aber er wird immer sympathischer. Was, der Tom? Oh nee. Ja, und bei mir war es eigentlich ähnlich wie beim Robert. Ich habe mehr als du wahrscheinlich, aber auch mit DSA angefangen und mit Kumpels immer mal wieder gespielt und wie es so ist. Man kommt über Session 3, 4 dann nicht raus oder man verabredet sich einmal im Leben, fährt zu viert in Urlaub, um dann da DSA zu spielen, spielt dann doch nur Magic the Gathering. Sehr gut. Oder trinkt Bier.
Ja, es ist nicht schlechter als das andere, aber genau, also da kam halt nie, wir kamen nie weiter und da, ich fand die Idee total geil und war sofort dabei und Feuer und Flamme und ja. Und er hat uns allen versprochen, dass wir innerhalb eines Jahres reich werden. Damit. Nur so kriegst du die an den Tisch. So. Ah, aber so. Das Problem ist, wenn man streamt, dann läuft es nämlich auch alles regelmäßig ab. Das heißt, ja. Die können ja gar nicht gehen, weil die... Es geht gar nicht, wir müssen da sein. Genau. Ja. Ja, bei mir war es eigentlich genauso. Also ich habe auch davor DSA gespielt, ein bisschen. Und dann immer wieder so kleinere Gruppen, jetzt auch Cthulhu seit ein paar Monaten. Genau, und es ist einfach immer mega geil gewesen. Ich habe mich super gefreut. Und ich finde es auch cool, dass ihr eine Frau in der Kampagne habt. Natürlich. Hallo. Perfekt. Cthulhu denke ich immer gleich an. Es geht sowieso über Session 1 nie hinaus, weil dann diese Charaktere wahnsinnig oder tot. Ja, das ist tatsächlich ein übles Glück, das wir hatten, dass wir da noch nicht alle tot sind. Aber einer hat jetzt schon echt einen fiesen Knacks, der muss sich immer verstecken. Das ist richtig geil. Der verkleidet sich dann die ganze Zeit, hat so einen Tick. Richtig cool. Witzig. Okay. Und jetzt mal ganz kurz zur Frage, warum Kamikaze Dungeon Show? Wie seid ihr auf Kamikaze gekommen? Ja, ehrlich gesagt, es war so, wir hatten ungefähr 20 andere Namen, doch die waren alle schon vergeben auf Twitch. Für mich war das von Anfang an mit ein Favorit. Ja, das stimmt. Okay. Weil ich finde den Namen super geil. Und ja, nee, und wie wär's damit? Und wie wär's damit? Und ich war dann immer froh, wenn dann rauskam, scheiße, das gibt's schon, das gibt's schon. Bis es sich dann zugespitzt hat eben auf die Kamikaze Dungeon Show. Und wir haben, glaube ich, dann erst im Spiel gemerkt, das ist genau das, was wir machen. Es ist Kamikaze. Wir laufen da rein und schauen, was passiert. Und es hat eigentlich schon bei unserer ersten Folge angefangen. Also wir haben ja ewig, wir haben es ewig vor uns hingeschoben, wirklich live zu gehen, weil wir uns nicht darauf einigen konnten, an welchem Tag wir das machen. Und irgendwann sind wir dann hier in unserem Dungeon gesessen und haben gesagt, so, weißt du was, bevor wir jetzt irgendwas aufnehmen, fuck it, wir gehen einfach auf Instagram live, auch wenn es nur Instagram ist, wir hatten noch keinen Twitch-Account und haben es halt aufgenommen. Und das allein schon war irgendwie eine Kamikaze-Aktion, zu sagen, so, nee, wir machen das jetzt. Und weil wir das einmal gemacht haben, ist es dann der Montagabend geworden, weil das irgendwie funktioniert hat. Und dann hat sich plötzlich jeder dran gehalten. Das war wie so ein heiliges Band, das man dann nicht durchtrennen durfte. Und jetzt sind wir tatsächlich noch in der Findungsphase, versuchen immer wieder was zu verändern hier im Dungeon und auch an den Technik, wächst mit jeder Folge. Und ich habe mit dem Kamikaze-Namen habe ich auch eine Vergangenheit eben. Deswegen kam der auch überhaupt auf, weil ich hatte mal... Du bist der erfolgloseste Kamikaze-Pilot. Absolut. mein Vater ist ja Paar. Nein, ich hatte tatsächlich mal eine Bühnenshow mit einem Kollegen, sehr, sehr lange her auch. Und da haben wir so ziemlich abgedrehte Film-Drehbuch-Geschichten gespielt, improvisiert auf der Bühne. Mhm. Und ich wollte damals immer das Ding die Kamikaze-Movie-Show nennen. Und das hat der gehasst. Und deswegen hat es nie so geheißen. Und das kam ja jetzt eben wieder in der Namen zu. Geil, dann ist das jetzt die Kamikaze-Dungeon-Show. Und wir auch so, oh nee, nicht Kamikaze, oh, komm schon. Vor allem, der Robert hat zwei Vorschläge gemacht. Einmal Kamikaze-Dungeon-Show und einmal Baum. Baum finde ich auch gut. Was? Warum Baum? Ja. Es ist ein Wort wie jedes andere. Also, schaltet heute wieder ein, 20.30 Uhr. Baum! Okay, gut, das hat schon wieder irgendwie so einen einzigartigen Wert. Das finde ich super. Sowas würde ich auch gerne machen, ja. Super. Ich verkaufe den Namen, wenn jemand will. Okay, ich leite deine Kontaktdaten in den Beschreibungen bei YouTube rein, damit sie sich an dich wenden können. Okay, war das so für euch, für die Leute jetzt, die so DSA, habe ich jetzt gehört, dreimal eine Ungewöhnung zu D&D zu wechseln? Oder sagt ihr, boah, das ist einfacher geworden, das ist angenehmer? Ja, letzteres. Also es war keine große Umgewöhnung. Ich habe auch, seit ich D&D kenne, ist mir DSA zu sehr Korsett, muss ich sagen. Also da, ich habe mit DSA nur die Erfahrung, dass es für jeden... Es gibt für alles einen Sonderfall, alles ist haarklein, irgendwie aufgedröselt und bei D&D hast du unglaubliche Freiheiten, weil es so wenig, in Anführungszeichen, wenig Regelwerk gibt, sozusagen, gibt dir das so viele Freiheiten, wie du sie bei DSA gefühlt für mich nicht hattest. Und das macht's schöner für mich.
Dennoch fließen bei uns in der Homebrew-Welt auf jeden Fall auch DSA-Einflüsse mit rein. Die kann ich nicht leugnen, denn ich finde die Welt Aventurien so geil. Ja. Und da kann man nur gewinnen, wenn man die kennt. Ja. Für mich ist es keine große Umstellung, weil tatsächlich das waren ein, zwei Abende, die wir da relativ kurz und mit viel Alkohol verbracht haben. Und es ist auch tatsächlich, es ist tatsächlich über 25 Jahre her. Von dem her. Weiß ich gar nicht mehr, wie das war. DSA, ja, stimmt. Ein W20, oder? Ja, genau. Das ist schon, das reicht. Und ein W6 Stück davon. Ja. Und ewig lange Kämpfe. Mhm. Blocken ohne Ende. Oh, dann krieg ich Albträume. DSA, da hat jemand auch seine Erfahrung damit, seine Vergangenheit. Ja, als ich habe das mal auf einer Con gehabt, dass ich jemanden dabei hatte, der unbedingt mit Distanzklassen und mit Aktionspunkten und mit allem gespielt hat. Und irgendwann nach 4 Stunden habe ich gesagt, die Bauern sind tot. Wie? Die sind tot. Ja, die sind jetzt, die haben sich hingelegt und tun so, als wären sie tot. Sie haben keinen Bock mehr. Geil. Sehr gut. Ja. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung als Spielleiter. Wenn es keinen Spaß mehr macht, sie sind tot. Es waren 5 Spieler, wovon am Ende 3 geblieben sind, weil 2 irgendwann gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr. Also das war, ich musste die Reißleine ziehen. Ja, sonst hätte ich irgendwann noch einen gehabt. Aber okay. Der wäre mit voller Power dabei gewesen. Ich möchte es durchziehen. Der hatte alles da, Taschenrechner und alles bereitgelegt, wo ich dann dachte so, okay, gut, ich wusste gar nicht, dass wir eine Mathe-Klausur schreiben, aber okay. Ja, D&D Homebrew-Welt. Ich wollte gerade die nächste Frage, in was für einer Welt? Es gibt ja viele Welten, die man in Dungeons & Dragons spielen kann. Man kann ja auch komplett was Eigenes spielen und die spielt in einer eigenen Welt. Mhm. Ja, diese. Haben Sie hier die Welt? Ja, stimmt. Ja. Haben Sie hier? Okay, ich hab kurz zu sehen. Ja, das ist der nördliche Kontinent von Loril, von Lodrillien. Genau, und dieser Kontinent heißt eben Loril. Und diese Welt habe ich irgendwie erschaffen. Es ist vor allem ein Menschen, also Menschen leben hier hauptsächlich in diesem Kontinent. Es sind 5 Königreiche. Und. Aber es gibt noch einen, hier drüben sind eben auch, auf dieser anderen Seite gibt es einen riesigen elfischen Kontinent. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, es ist eine High-Fantasy-Welt. Okay. Magie ist auf jeden Fall vorhanden. Und jedes dieser Landstriche hat sozusagen andere Vorteile oder so anderen Flavor. Und dadurch, ich glaube, ich wollte deshalb unbedingt so 5 verschiedene menschliche Königreiche einführen in diese Welt, damit man ein bisschen dieses Game of Thrones-Feeling bekommt. Ah. Oh, jetzt müssen wir was hingehen. Ah. Wir werden alle sterben. Die sind aus allen Welten. Ja, stimmt. Wir werden alle sterben. Habt ihr 10 verschiedene Charaktere schon vorbereitet? Oder? Und am Schluss gewinnt der noch nie vorkam. Wo ist der Sex dann, Adrian? Naja. Ich habe noch nicht viele Brüste gesehen. Ich auch. Oder was soll ich noch erzählen über die Welt? Wo seid ihr gerade so in der Welt selber als Spieler? Könnt ihr das? Ich wollte gerade sagen, packt die Karte nicht weg, aber das ist. Die ist in Reichweite. Okay. Genau, wir befinden uns gerade im Süden des Kontinents, in Pulan. Einmal drehen. Das ist, ja, stimmt. Oh, richtig. Und freut das Mikrofon. In zwei der Hauptstadt in Goldhafen. Da. Hier in diesem Goldhafen ist, herrscht eine Gottheit sozusagen oder herrscht vor die Religion des Bahamut. Und da siehst du auch, wenn du dich auskennst, diese Götter habe ich mir tatsächlich von einem Pantheon geklaut, einem D&D-Pantheon. Welcher ist denn das, wo Bahamut drin vorkommt? Ist es Eberron? Nicht, dass ich jetzt was falsch sage. Nee. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier Forgotten Realms ist oder Eberron. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich glaube, Eberron. Genau. Für alle, die es wissen, schreibt es gerne in die Kommentare rein, weil das Flo, das wäre nämlich mega gut. Ja, gerne. Ja. Deswegen auch bei uns heißt es immer, Spaß geht vor. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der absolute wahnsinnige Regelreiter, obwohl ich mir wichtig ist, dass wir nach den Regeln spielen und dass wir auch auswürfeln, dass ich nicht einfach irgendwie bestimme, was los ist. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Aber genau, ob jetzt Bahamut, ob ich den mixen darf mit irgendwelchen anderen Göttern aus anderen Fantasy-Welten, das mache ich einfach. Hauptsache, es macht halt richtig Spaß. Ich bin Bahamut, ich bin Praios. Was? Glaubenskriege gibt es doch auch im Rollenspiel, oder nicht? Ja, ja. Und dadurch, dass wir viel improvisieren, ich benutze auch World Anvil. Ich weiß nicht, kennst du das Programm? Nee, das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Das ist ein Programm da, das ist so eine Sache, kannst du im Internet sozusagen dich da subscriben und da ist meine ganze Welt drin abgespeichert und wir können eben behaupten, wir können Sachen einfach behaupten, ja, der König von diesem Land oder von diesem Dorf, sagen wir es mal, der Bürgermeister von diesem Dorf heißt jetzt so. Das heißt, wir können viel improvisieren, was ich dann im Nachhinein dort alles einfügen kann in meine Welt. Sozusagen mit jeder Session, die wir spielen, wächst unsere Welt ein Stück weiter. Und es ist nicht nur ein Produkt, was du alleine erschaffst, sondern was wirklich so in der Gruppe entsteht. Nee, genau, mein Gehirn funktioniert nämlich gar nicht so. Nee, also, das funktioniert gar nicht so. Ja, es entsteht eben auch viel dadurch, dass wir halt auch versuchen, selbst Sachen reinzubringen, Erlebnisse, Namen erfinden, Sachen erfinden aus unserer Vergangenheit, die er dann eben aufnimmt. So Gerüchte streuen und so etwas auch in der Richtung. Ja, auf jeden Fall, genau. Gerüchte oder der war zum Beispiel mal irgendwo, ich weiß nicht, ob ich jetzt was Spoiler für dich, Flo, aber du warst, glaube ich, in dem Kloster, findet er einen Tisch, der von seiner Familie hergestellt worden ist, sowas. Hm. Und das ist so, okay, das hat er jetzt behauptet, das habe ich nicht gesagt. Und dann, ich darf aber immer noch entscheiden, ob ich das jetzt will als Spielleiter. Und da hält sich der Robert dann auch immer dran, das ist ganz fein. Aber ich finde sowas cool, weil es so ein Geschenk ist. Also wenn das dann irgendwie connected ist. Wenn es jetzt zu absurd ist, dann geht es natürlich. Das ist aber auch etwas. Ich glaube, da sind wir auch alle in dem Bereich, dass wir auch nicht zu absurd werden wollen. Also wir wollen es nicht zum Quatsch machen. Mhm. Ja, sondern ich glaube, für uns als Figuren und als Charakter ist es auch wichtig, dass wir die Sachen, die wir reinbringen, auch in dem Rahmen halten, dass zumindest wir das Gefühl haben, das wäre passend. Ja. Ja. Es also fühlt sich so organisch an. So, es ist so ein Teil davon wirklich. Genau. Ja. Weil das ist also das, worum es uns ja am Ende damit geht, ist neben dem, dass wir unglaublich viel Spaß haben, ist, dass wir einfach schöne Geschichten erzählen. Mhm. Ja. Also und ich glaube, da spreche ich für alle, weil wir aus der Schauspieler- und Geschichtenerzählerzunft kommen sozusagen, ist es uns einfach wichtig, dass wir innerhalb dieser Welt einfach schöne Geschichten mit unseren Charakteren erzählen. Ja. Uns ist nicht wichtig, wer am besten kämpft oder wer welches Monster zuerst erschlägt. Naja. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, eine schöne Geschichte zu erzählen. Ja. Bin ich sofort bei euch. Das ist eigentlich so für mich einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt so, ich leite seitdem ich 15 bin, Rollenspiele. Ich spiele selber ganz wenig, weil ich ein ganz furchtbarer Spieler bin, weil ich zu schnell die Plots durchschaue und ich dann den Spielleiter sage, machst du das und das? Ja, verdammte Scheiße, warum? Weißt du das jetzt schon? Entschuldigung. Und für mich ist so wichtig, dass das sich organisch anfühlt, dass es für Spieler einen Teil der Emotionen auch auffängt. Als ich wirklich mal Spieler hatte, die nach 3 Jahren haben wir eine Runde gespielt, wirklich 3 Jahre am Stück gespielt, immer einmal alle paar Wochen. Und ein NPC ist dann kurz vor Ende der Kampagne gestorben und man hatte einfach die Emotionen in den Augen gesehen. Die haben ihn geliebt als Figur. Und da weiß ich, die Geschichte hat genau das erreicht, was ihr auch haben wollt, eine gute Geschichte, von der man ein Teil ist. Ja. Und was ich ja tatsächlich auch immer wieder spannend finde, ist, dass dieses Medium und dieses Spiel es schafft, dass man als Spieler diese Geschichten auch wirklich erlebt. Also ich kenne auch so viele Anekdoten und ich selber erlebe das auch, dass man irgendwann mal wieder zusammenkommt und sich Anekdoten aus gespielten Sachen erzählt. Und die erzählt man, weil man dabei war und weil man selbst mitgefühlt hat. Und das ist für mich wirklich, was dieses Spiel so wertvoll macht. Mhm. Dass man einfach gemeinsam Erlebnisse haben kann, die toll sind. Fällt mir sofort ein alter Spieler von mir ein, der immer dieselbe Geschichte, immer mal wieder auch bei, wenn neue Leute dabei sind, herausholt. Irgendwie nach, man hat um 6 Uhr abends angefangen, es war 3 Uhr nachts, alle übermüdet, alle saßen und ich habe irgendwann gesagt, ja, er umarmt dich noch als deinen Neffen und dann zieht er den Dolch und rammt ihn dir zwischen die Rippen und stößt dich von der Mauer. Und alle so, hahaha, das ist ja lustig. Ich so, nein, das macht er. Oh fuck, Panik am Tisch in dem Moment. Ja. Meine Geschichte dazu ist, da haben wir DSA gespielt. Mhm. Ne? Ich habe natürlich auch eine Barbarin gespielt, eine Torwallerin damals. Mhm. Und ich hätte mal fast meine komplette Party umgebracht, weil ich mir den Finger an einem Fensterbrett gestoßen habe, dann in meinen Rage gerutscht bin, also in den Blutrausch. Und dann habe ich irgendwie so ein paar minderjährige Jungen verfolgt und die fast tot geprügelt. Dann war ich auf so einem Marktplatz und hätte fast eine Oma gekillt. Und nachdem dann niemand mehr da war, ist meine Party vor mir weggelaufen. Und dann, glaube ich, nach 16 Runden war der Blutrausch vorbei. Also mein Halbelf hatte seinen Pfeil am Bogen und hat auf ihr linkes Auge gezielt, als sie auf
dazu gestimmt. Ja, das ich war einer von den Jungen auf der Straße. Ich war die Oma. Ja, das sind genau diese Geschichten, die einfach einen auch immer wieder hervorkommen, wenn man über das Hobby, aber auch über den Spaß, den man damit verbindet, dann einfach nachdenkt. Ja, aber ich glaube, das ist eben für uns auch ein Punkt, auch was Storytelling betrifft und was auch die Schauspielerei, die Empathie mit Figuren betrifft, dass auch klar ist, es geht nicht nur darum, dass wir Helden sind, sondern eben mit allen Abgründen, mit allen Facetten. Mhm. Und das, glaube ich, erschafft dann beim Zuschauer und auch bei uns selbst und untereinander viel mehr Empathie mit den Figuren, ja, weil sie halt echter wirken, als wenn die einfach als strahlende Helden die ganze Zeit hier durchlaufen. Ne? Ihr habt Probleme, ihr habt eigene Wünsche, ihr habt vielleicht auch eigene Laster, irgendwie, so diese ganzen Facetten, die einen Menschen einfach ausmachen. Ja. Und unsere Charaktere auch. Ach so. Das war ein total wichtiger Hinweis. Ja. Ja. Okay. Ich hatte noch diese Frage, wo kann man euch überall sehen? Twitch und bei YouTube, ne? Und bei Instagram. Mhm. Und wo noch? Und auf storytellerquests.com kann man mich auf jeden Fall auch noch antreffen. Ich habe so Online-Escape-Games während des Lockdowns kreiert und erschaffen. Und das ist nämlich auch mein Spaß, Leute Probleme zu bereiten, die sie dann auf kreative Art lösen müssen. Ja. Genau, und auf Twitch streamen wir auch noch eben Map Creation und Worldbuilding. Und da bin ich immer froh, wenn Leute aus der Community zuschauen. Das mache ich meistens sonntags, weil nämlich das ist immer sehr inspirierend, wenn Leute irgendwelche Ideen reinbringen in die Welt. Oder auch, dann wird auch mal so ein Bergrücken nach jemandem benannt, nach deiner besten Freundin oder so. Kann man auch machen. Oha, ganzer Bergrücken. Nach dem Rücken deiner Freundin. Das ist Helga. Aber bisher war der Respekt der Zuschauer auch immer so, dass das wirklich Sinn gemacht hat, was sie gesagt haben. Also auch hier ist, die Leute merken, dass es uns wichtig ist und dass es eine wertvolle Welt ist und dass man da jetzt nicht sagt, es kommt wenig Quatsch. Ja, genau, der Jodelsee 3. Also sowas passiert halt nicht. Genau. Okay. Ja, das ist schon. Was heißt, man spürt auch einfach diese Wertschätzung für das, was man da anbietet, dass man zuschauen kann und merkt dann auch, ja, die interessieren sich dafür, die haben da eigenes Interesse dran, dass sich das weiterentwickelt. Ja. Das ist cool. Das hast du eigentlich jetzt die fünfte Frage vorgegriffen. Was machst du noch so auf deinem Kanal? Und habt ihr da, ich frage jetzt einfach mal für die Zukunft, habt ihr noch mehr geplant? Ich ja. Ich auch. Ich auch. Für die anderen. Ich plane aber nur für die anderen. Vielleicht sollten die anderen kurz erklären, was sie noch geplant haben. Ja, gerne. Also mit dem Ding hier jetzt. Für mich, also das sind wir aber, glaube ich, auch, weil wir doch so sehr am Anfang sind, sind wir auch da noch in der Findungsphase und jeder bringt so ein bisschen seine Gedanken rein, was er sich vorstellen könnte, was wir noch machen können. Und ich fände es ganz geil, wenn man so kurze, kleine Clips macht, die damit zu tun haben, vielleicht mit den Figuren von hier spielen, aber die halt außerhalb von der Kampagne sozusagen, so wie kleine Sketche, witzige kleine Filmchen, so. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, aber so kleine Erlebnisfilmchen, die dann witzig sind und wie ein kleiner Sketch sind. Filmchen, die aber, hört sich so schlüpfrig an. Filmchen. Ja, kleine Filmchen, Mann. So eine Unterbrechung und dann so auf der anderen Seite von Goldhafen. Ja, genau. Auf der dunklen Seite von Gold. Fair, hast du schon jemals von Robert irgendwas gehört, was sich nicht schlüpfrig anhört? Das ist nicht glaub, in meinen Genen. Das ist dieser Bariton. Ja. Was ich persönlich für mich, was auch noch ein Gedanke wäre, das Ganze eben ein bisschen auszuweiten und auch mit dem Theater tatsächlich. Mhm. Aber das ist tatsächlich für mich Zukunft, da ist nur so ein leichtes Bild im Kopf, dass das irgendwann mal sich verbinden könnte. Ich fände es auch geil, wenn wir einfach ein Stück daraus machen können. Ja, was auch immer. Also auf jeden Fall improvisiertes Theater will ich auf jeden Fall irgendwann mal streamen. Und mein Traum ist ja ein großes improvisiertes Fantasy-Epos à la Herr der Ringe, nur improvisiert mit uns vier. Weil wir haben einen Freund und der ist auch... Wir haben echt einen Freund. Wir haben einen echten Freund, das ist der Mario. Und der behauptet immer von sich, er wäre Theaterbesitzer hier in München. Ja, aber das hat noch keiner gesehen. Den Mario hat noch niemand gesehen. Noch nie jemand gesehen. Nee. Der macht auch für uns ganz viel hier so im technischen Support und so, weil der ist auch ein Fan von Rollenspiel und vor allem von so
ich will unbedingt auch mal twitchen und so. Und aber man kann ihn in unserem Stream nur manchmal hören, wenn man Glück hat. Ja. Ah. Aber nie sehen. Es ist so ein Easter Egg. Wenn man den Mario mal gehört hat, dann hat man mindestens eine Woche lang richtig, richtig viel Glück. Hm. Das ist kein Witz. Das ist auch Glück. wer aber tatsächlich es schafft, zu beweisen, dass Mario wirklich existiert und es und ihn mal persönlich trifft, der gewinnt so einen Schlüsselanhänger. Ja. Ihr habt es gehört, Zuschauer. Man gewinnt etwas, wenn man Marios Existenz beweisen kann. So ist es. Auf welchen breiten Karten könnte man ihn entdecken? Mein Ziel ist es ja, irgendwann ein Abendessen mit Mario an den Höchstbietenden zu verschieben. Live auf Twitch. Hm. Ja, natürlich, das wird dann gestreamt. Ja. Stimmt, natürlich. Mario dinner. Sitzt aber nur mit so einer Ledermaske. Gut. mit so einem Stimmwald. In so einer Sonnenbrille, die nur so ein schwarzer Balken ist. Also Mario existiert wirklich. Ohne Witz. Ja, ja. Je mehr du es beteuerst, desto weniger glaubt man es dir. Naja. Ja, es wirkt gerade wirklich so, als ob Mario eine obskure Gestalt im Hintergrund nur ist, die du dir ausgedacht hast. Mysteriös. Tja, Adrian. Ich wünschte, ein Lebenszeichen von Mario würde erscheinen. Tja. Ah. Man hat ihn gehört. Ja. Ich hab auch irgendwas gehört. Aber ich glaube, es war die Stimme Gottes. Genau. Wir sind noch am Überlegen, was wir noch alles machen können. Aber auf jeden Fall dieses mit diesem, ja. Es wird noch mehr kommen, auf jeden Fall. Das so viel steht, glaube ich, fest. Ja, aber ich glaube, also jetzt spielen wir erstmal D&D und haben da Freude daran. Ja. Genau. Ja, und die Freude daran kann ich absolut teilen. Ich habe das schon im Vorfeld zu dem Video gesagt für unsere Zuschauer, dass ich mir das ja auch gerade alles angucke, was ihr macht. Bin jetzt gerade bei Folge 3 angekommen. Spoiler mich natürlich heute Abend wieder, weil wahrscheinlich ihr gleich die Aufnahme hier passiert zum Streamtag. Und dementsprechend werde ich natürlich auch da weiterschauen. Cool. Und ich kann sagen, ich bin hellauf begeistert für jeden, der es liebt, Geschichten zu hören oder Spieler zuzuschauen und auch einfach dieses Spiel zu erleben, bei dem man ganz viel Leben merkt, bei dem man einfach merkt, dass da jemand Spaß dran hat. Für den ist dieser Stream auf jeden Fall etwas. Das sollte man nicht verpassen. Das ist einfach super unterhaltsam. Danke, Blum. Danke. Cool. Das ist richtig cool. Ja, es freut uns echt zu hören. Und für all diejenigen, die gerne etwas anderes, Drückeres haben wollen, ich glaube, im ARD läuft heute Abend noch ein Tatort. Das ist bestimmt auch spannend. Aber deswegen ist es ja auch der Montag geworden. Ja. Wir haben uns für Sonntag, also Sonntag war auch mal so. Aber da haben wir Ärger bekommen mit der ARD. Genau. Die ARD hat, nee, ihr seid so gut, ihr dürft es nicht Sonntag sein. Ja. Sonst schaut keiner mehr den Tatort. Ja. Jetzt. Nein, also. Wir überlegen uns dafür, ins Programm zu nehmen, statt dem Tatort. Genau, nein. Ja, ja. Nee. Jetzt haben sie den Größenwahn gerade bekommen. Der wird gleich wieder während des Spiels sofort gestoppt. Ja. Ach, da darf man. Ich bin nächstes Jahr Millionär. Für sowas Gutes, ich sag das wirklich: Beweihräucherung jetzt hier eingeschaltet. In dem Fall, ich kreis das Ding wegen meiner auch, während der Rauch da rauskommt. Es macht einfach Spaß. Und das ist ehrlich gemeint: es macht einfach Spaß zuzugucken. Und auch wenn ich jetzt selber nebenbei irgendwas zocke und einfach hinhöre, pausiere ich ein Spiel, wenn was passiert und mach nochmal, warte mal, was ist gerade passiert, spul zurück und guck nochmal hin. Mega. Danke dir. Ja, was ich halt super cool finde an der ganzen Twitch-Community, dass diese Live-Interaktion so viel Freude macht. Das ist Wahnsinn, dass da, wenn man da was zurückbekommt und auch bemerkt, boah, da haben wirklich Leute Spaß dran, das gerade anzuschauen und da mitgehen und dann auch wirklich sagen, boah, vielleicht passiert gerade das oder jetzt kommt wahrscheinlich das. Das ist für mich als Spieler da und ich sehe so den Chat, ich verfolge den schon, obwohl mir natürlich hier das Spielgeschehen natürlich noch ein bisschen wichtiger ist, aber ich verfolge den Chat und das gibt mir ganz viel, dass wir so viele Leute erreichen. Ja. Mario verfolgt den Chat auch. Eine Person hat auch gesagt, sie hat sich jetzt das D&D Starter Set gekauft, weil sie unseren Stream entdeckt hat. Und da war ich voll froh. Es hat mich fast eine Träne kam heruntergelaufen, weil mir macht das Spiel so viel Spaß und ich liebe das schon seit ich klein bin. Mhm. Und jetzt ist jemand so inspiriert und will das auch mal.
Finde ich total schön. Total super. Schön, wirklich, ja. Ja. Ich hätte ihn ja auch dazu inspirieren können, sich eine Knarre zu kaufen. Habe ich aber nicht. Das ist vielleicht wohl das wirklich versucht. Wir haben 100 Leute gefragt, was sie sich holen würden, wenn sie die Kamikaze Dungeon Show gucken. A, das Starter-Set. B, eine Waffe. Oha. Wow. Wenn du das jetzt so sagst, dann ist das... Okay, machen wir mal nicht das Familienduell draus. ja, aber genau das ist es ja eigentlich. Ne? Dadurch habt ihr ja sogar noch mal durch die Community die Bestätigung bekommen, dass ihr Menschen mit dem, was ihr dort einfach, weil ihr Spaß habt, inspiriert, zu etwas Neues anzufangen, sich mal etwas zu kaufen, wovon man vielleicht selber keine Ahnung hat. Und jetzt würde ich euch mal ganz doof fragen, was wäre so ein Tipp von euch oder von jedem von euch, um in dieses Hobby reinzukommen? Um reinzukommen? Ja, oder einfach mal mit dem Hobby anzufangen. Ja, das wäre so ein Tipp. Ja, such dir Leute, mit denen du spielen kannst. Ja. Und wenn es in deinem Ort, in deiner Stadt, in deinem Dorf niemanden gibt, mit dem du live spielen kannst, sofort online gehen, da findest du jede Menge Mitspieler, mit denen du super cool online spielen kannst. Ich spiele auch gerade noch eine Runde online mit Freunden und das macht mir riesen Spaß. Mein Tipp wäre, weil wir das gerade auch aktiv praktizieren, als Spieler, die sich schon ein bisschen auskennen, wir zwingen einfach Menschen zu ihrem Glück. Wir haben sie nämlich eingeladen und die Charaktere sind jetzt gemacht und sich einfach, also mein Tipp, heißer Tipp, nehmt euch einfach die Zeit. Man schiebt es immer so ein bisschen vor sich her, weil viele Leute sich denken, oh, ich kann das vielleicht nicht, ich habe das noch nie gemacht und da muss man ja irgendwie dann schon so ein bisschen Theater spielen oder keine Ahnung, spontan agieren, das kann ich überhaupt nicht. Bullshit, das kann jeder. Wenn du in der Geschichte drin bist, kannst du das und das wird dir unfassbar viel Spaß machen. Also einfach drauf einlassen und loslegen. Nicht lang irgendwie versuchen, sich da jetzt Ausreden zu finden oder ich muss mir das aber noch durchlesen, weil sonst checke ich gar nichts. Überhaupt nicht. Einfach hingehen und spielen und es funktioniert. Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, mir fiel nämlich gerade noch eine Erfahrung ein, die ich hatte. Und zwar habe ich tatsächlich irgendwann mal meine Schwester und ihren Mann und meine andere Schwester und ihren Freund gezwungen, mit mir ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu spielen. Das war damals, gab es, ich weiß gar nicht von wem, das war so ein Diablo Pen-and-Paper-Version. Ah, das ist auch auf Dungeons and Dragons am basieren, ja? Ich glaube, ja. Und da hatte ich Bock drauf, weil ich der großer Diablo-Fan war damals. Und dann haben wir das gespielt. Und das ist aber auch gescheitert. Wir haben ein paar Runden mehr gespielt als damals das DSA, aber es ist gescheitert. Und ich glaube, das liegt daran, wir waren halt alle sehr unerfahren. Man muss sich auch Zeit geben. Man muss ein bisschen geduldig sein. Man muss sich mal ein paar Sessions Zeit geben und vielleicht auch mal die Überwindung sagen, okay, gut, wir machen jetzt mal weiter. Weil es braucht auch ein bisschen, bis jemand, der Spielleiter macht, vielleicht auch ein Einsteiger ist, der braucht eine Zeit, bis er da reinkommt. Man braucht eine Zeit, bis man die ganzen Abläufe überhaupt kapiert. Und ein bisschen Geduld zu haben, um dann danach eben dieses ganze Paket an Emotionen und Spielspaß und Abenteuer genießen zu können. Oder wenn man auch einfach mal spielen will, kann man auch auf Cons gehen. Also zum Beispiel hier in, während Corona ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber wenn es mal wieder kein Corona ist und ihr schaut das vielleicht in 10 Jahren an, dann ist es so, dann könnt ihr zum Beispiel aufs Brook and Roll gehen. Das ist zum Beispiel hier in München in der Gegend eine Con, auf die man gehen kann und dort werden dann ganz viele verschiedene Tische gibt es, an denen man verschiedene Systeme spielen kann, wo man einsteigen kann und einfach Spaß haben kann. Und ich habe auch gehört, jetzt hier in der Stadtbibliothek in München gibt es Möglichkeiten, eben Pen and Paper zu spielen und das ist auch egal, ob du dann da zu 8 sitzt oder zu 25. Die spielen Dungeon World. Kennst du das, Flo? Ja, es ist... Ich finde es super. Es basiert auf so einem Universalsystem von Powered by the Apocalypse. Mit ein paar W6 spielt man das nur. Das ist sehr frei. Man hat sehr viele Möglichkeiten, so seinen Charakter selbst zu definieren, durch einfach, indem man was sagt. Indem man einfach sagt, ja, er führt ein Schild mit sich. Ja, welche Form? Ja, so eine Dreiecksform ist vorne so ein Symbol von einem Wappenhaufen und sowas. Ja, Schildform. Wie eine Kröte. Ein Schild wie eine Kröte. Ja, ist eigentlich voll gut. Also für Einsteiger perfekt. Da geht es halt erstmal einfach mehr ums Geschichten erzählen. Obwohl ich natürlich das schon auch schön finde zu wissen, boah, ich habe hier +5 Bogen oder was auch immer, dass das ausgewählt worden ist. Ja, wie gesagt. Aber genau, das sind meine Tipps. Ja. Mein Tipp vielleicht für
Also sowohl für alte als auch für neue Spieler, aber also alte werden das eh beherzigen. Vergesst die Quests, habt Spaß in der Welt. Also es geht nicht darum, durch die Welt zu laufen, und wie bei Skyrim von einem Nebenquest zum nächsten zu rennen und da durchzulaufen, sondern schaut euch die Bäume an, die da wachsen, und probiert die Blätter. Also keine Ahnung, habt einfach Spaß in der Welt. Finde ich aber einen geilen, genau, wenn der Spielleiter da mitmacht, dann ist das mega, Ja. nämlich. Ja. Und wenn ihr keine Idee habt, was ihr für ein Abenteuer machen könnt, dann kauft euch ein Abenteuer und spielt es einfach. Und es Ja. macht nämlich auch voll Bock. Und noch einen letzten Tipp: Schaut euch nicht die Dungeons and Dragons Filme an. Ja, es gibt Filme. Und die sind gewöhnungsbedürftig. What? Okay. Wir schauen sie uns Shit. nicht an. Wobei man sagen muss, der erste ist wirklich gut, weil da auch wirklich gute Schauspieler drin sind, wo man dann dachte so, wow, den haben sie dafür bekommen. Und dann guckst du Und es da zu waren Ende auch und die denkst Locations so, richtig schön. Da waren die Locations richtig schön ja. gewählt. Also, ja. Ich will Ach, jetzt nicht zu viel spoilern. ist er so wie der Warcraft-Film? Oh, den kenne ich nicht. Der ist aber geil. Der ist super. Fandest du? Ich fand Fand den ihn auch? geil. Du, Lo, fandest du auch gut. Ich muss sagen, ich fand den Film gut. Warcraft, aber sie haben sehr viel rausgekürzt, was zur Lore. Also es ist wieder so, wenn man sich zu sehr mit irgendwas beschäftigt, dann weiß man zu viel und dann ärgert man sich, wenn es nicht drin ist. Ja, aber ich fand bei Warcraft fand ich mich mit der ganzen Szenerie so abgeholt. So dieser Flug nach Sturmwind rein, wo du genau weißt, wie das ist genau wie im Spiel. Das hat mich sehr abgeholt. Aber mir ist jetzt noch ein Tipp eingefallen tatsächlich zum Spielen, weil ich sehe es ja aus der Perspektive des kompletten Anfängers im Prinzip, weil alle Versuche, die ich gemacht habe bisher, waren komplette Anfängerrunden, also wo jeder Anfänger war. Und ich glaube, da ist es auch, wobei auch für erfahrene Gruppen ist es vielleicht wichtig, ist so ein Theatergrundsatz bei uns in der Improvisation, der heißt ja, genau und. Also so führen wir Geschichten weiter. Wir sagen nicht ey, aber, wir sagen nicht nein, weil, sondern wir sagen ja, genau und. Und das hilft wahnsinnig weiter. Erstens, dass man nicht frustriert ist, wenn man Vorschläge macht, und zweitens, dass die Geschichte vorwärts geht. Und das bedeutet eigentlich nur so ein bisschen einen offenen Kopf zu haben und sich nicht zu fixieren auf der Spielleiter da so und so muss es sein, der Charakter, das ist aber so und so, sondern wenn alle ein bisschen offen sind, dann kreiert man gemeinsam diese Welt. Und als Spielleiter, noch kleiner Spielleitertipp, darfst du schon auch Nein sagen, aber dann sagst du lieber Nein, aber. Das heißt, nein, du kannst jetzt nicht die Wand einfach hochlaufen, aber du kannst natürlich versuchen, dein Seil hochzuwerfen. Okay? Ja. Dann kannst Das ist, du. das ist, aber das ist praktisch im übertragenen Sinne ist das. I fight Das ist im übertragenen Sinne ist es ein Ja, genau und. Ja. Ja. Ich habe dich gefragt, wie groß der Raum ist. Ich sagte Feuerball. Herrlich. Kann ich da die Wand hochklettern? Ja, aber das ist ziemlich doof. Wieso? Weil du mir sonst alles brichst. Aber okay. Genau. Gut, das würde ich nicht sagen. Lass sie doch doof sein. Ja, manchmal muss man das halt lernen. Die schönsten Geschichten, weil wir auch immer darüber reden, wir sind keine Helden und so. Die schönsten Geschichten sind die Helden verkacken. Also habt Mut, Sachen zu machen, die schief gehen können. Oder habt Mut, nicht immer der Stärkste zu sein. Weil das sind die schönsten Momente, die auch das Roleplay challengen. Und genau. Ja, und aus denen wieder was entstehen kann. Genau. Also das ist auch so ein Schlagwort, diese Lust am Scheitern. Keine Angst haben, was falsch zu machen, sondern Lust daran zu haben, zu Genau, scheitern. habt Mut, den roten Drachen anzugreifen. Level 2! Level 2! Hallo. Ich sagte Feuerball. Nein. Genau. Und ja, liebe Spielleiter, schaut, dass einfach die wichtigsten Leute am Tisch sind die Spieler. Und wenn denen gut geht, dann machst du genau alles richtig. Hin Hauptsache, und wieder alle ein haben paar Spaß. Krapfen mitbringen. Und liebe Spieler, bringt dem Spielleiter immer was zu essen mit und zu trinken. Ja. Immer den Spielleiter bestechen, das wirkt sich positiv auf Erfahrungspunkte am Ende aus. Und wenn euch der Spielleiter schlägt, dann ist das richtig. Ich Richtig, habe auch ein bisschen, Homebrew. ich hab auch lange gebraucht, um das einzusehen, aber Robert hatte recht. An dieser Stelle eine kurze Info von unserer Redaktion. Wir fordern nicht zur Gewalt auf. Nee, wirklich. Nee, wir sind ganz friedlich.
Ich glaube, jetzt reicht's mit unseren Tipps, oder? Hast du Angst, dass jetzt noch hier? Ja, fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben da ganz viel eigentlich. Lass dich auf die Situation ein. Denk nicht so viel am Anfang einfach drüber nach, als dass du dir zu viele Ängste aufbaust. Kette jemanden fest. Also so habe ich das jetzt gerade verstanden mit, wir packen ihn dir einfach und nehmen ihn dir und Moment, das klingt falsch. Pack ihn dir und nimm ihn zum Spielen mit dazu, so. Und ja, also es ist ganz viel einfach da drin jetzt gerade gewesen. Das ist super. Cool. Und deckt auch sicher vieles mit meiner Vorstellung, wie Rollenspiel funktionieren muss. Es gibt manche, ich habe manchmal die Erfahrung gehabt, manche machen das zu wichtig zu ihrer Wissenschaft. Und verlieren den Spaß dann, einfach an einer Geschichte Spaß zu haben. So ausgemaxte Charaktere, sag ich mal. Ja, ich habe hier meinen Drachen, geborenen Krieger, Paladin, bis Level 20 ausstaffiert. Dann siehst du wirklich, der hat 20 Charakterbögen da liegen, weil er genau weiß, was er in welcher Stufe kaufen will. Wow. Ja, wo ich dann denke, das ist nett. Bisschen seltsam, aber nett. Machen wir mal. Es macht schon Spaß, sich so Gedanken zu machen, wie könnte mein Charakter wachsen. Ja, so. Das ist nicht das Problem, aber. Aber es ist dann, schon so vorgefertigt zu haben. Das, ich finde es total geil, wir haben jetzt noch nicht viel Levelaufstieg, aber es ist total geil, wenn wir steigen Level auf und dann gucke ich nach, boah, was kann ich jetzt? Ja, die Überraschung einfach, raus, Das ist so ein schöner Moment für einen selber auch, dann eben diesen Moment zu genießen und nicht schon zu wissen, ja, ich wusste, ich steige auf, deswegen habe ich das schon hier vorbereitet. Das ist ja auch viel zu Nächster. Das stimmt. Ja, da sind wir aber in dem Bereich, was der Tom mit dem Questen meinte. Da ist das Ziel schon klar. Da will man nur durchjagen dorthin, an den Zielpunkt. Aber dafür kann man halt, weiß ich nicht, am PC zocken oder, keine Ahnung, an der Konsole, um halt ein Spiel durchzuspielen. Da hat man auch gutes Storytelling und man kann es alleine machen und man kann es so schnell durchsuchten, wie man will. Mhm. Ich finde, Pen and Paper ist halt. Ist einfach was anderes. Aber ich finde, sobald ein Powergamer am Tisch ist und der trotzdem aber auch noch schön Rollenspiel macht, dann habe ich doch gar nichts dagegen. Klar. Richtig, also, absolut. Ja, aber klar. Wie gesagt, es droht die Gefahr manchmal, das ist aber bei allen Seiten so. Das ist nicht nur bei Powergaming, das gibt es auch bei jetzt vielleicht Spaßspielern, die zu viel Witz reinbringen jetzt vielleicht, sodass es dann irgendwann nicht mehr ernst genommen wird. Und man hat eine richtig dramatische Szene und eigentlich hat man die ganze Zeit nur das Gefühl, dass er ein riesiger wandelnder Witz ist. Wo man dann denkt, so ja, toll, das nimmt jetzt uns auch die Dramatik. Ja, absolut. Und absolut, stimmen dazu. Konsole kannst du zocken, klar, auch gute Stories und so weiter, aber das Spiel verändert sich bei jedem Durchlauf nicht zwingend. Und bei Pen and Paper hast du jedes Mal, du hast theoretisch ein Regelwerk, ich habe jetzt hier gerade eins liegen, irgendein Regelwerk und dann hast du 1000 Stunden Spielspaß und mehr. Ja. Plus 1000 Stunden plus. Unendlich. Und für mich ist es auch, und ich glaube, das ist bei uns in der Runde auch eben auch wieder dem geschuldet, wo wir herkommen, ist, vielleicht hast du, ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du einen weiteren Blick auf ein bestimmtes Ziel, aber ich würde jetzt mal sagen, das Ergebnis von der Kampagne ist komplett offen. Also ob wir das. Ach so. Ja, klar. Ja, das kann auch völlig anders laufen. Wir können uns auch heute entscheiden, sesshaft zu werden und einfach nicht mehr. nicht mehr auf Abenteuer rauszuziehen. Ja, das. Nee, aber das ist halt, glaube ich, bei uns auch dieser Impro-Anteil, weil ich glaube, es kann einfach passieren, dass es ganz woanders hingeht, als der Adrian sich jetzt vorstellt. Ja, es ist ja so. Ich bin ja faul. Und zwar, ich habe schon meinen Plan. Ich habe sozusagen so eine Idee, was passieren könnte ganz am Schluss. Ich weiß auch, was gerade passiert auf einem anderen Teil der Welt, was für die vielleicht wichtig sein könnte. Mhm. Aber wie genau das jetzt wann, also bei denen interagiert und so, ich darf jetzt auch nichts verraten oder so, das weiß ich nicht, weil die machen ja die Geschichte. Ich bringe ja nur Probleme. Ich mache Probleme und ich weiß halt, was es für Leute gibt auf der Welt, so ein bisschen. Mhm. Und die haben Ziele. Und ich versuche, dass diese Leute ihr Ziel erreichen und vielleicht schaffen sie es, diese Ziele zu verhindern. Ja. Vielleicht interessant für euch, wenn ihr das irgendwann einbauen wollt, das mache ich gerade auch. Ich leite ja auch gerade was, Game of Thrones, und ich habe 4 Runden, die zeitgleich laufen und die sich alle irgendwie mit Briefen die ganze Zeit behacken und sich austauschen. Und jetzt in der nächsten Runde habe ich 2 Charaktere aus einer Runde, die jeweils zu einer anderen Gruppe hin dazukommen und halt da ihre eigenen versuchen, ihre Pläne durchzusetzen. Geil! Also wenn du... Wenn du jetzt selber Probleme noch suchst, such dir Leute, die Probleme machen können, vielleicht. So als Tipp.
Geil. Das finde ich sehr geil. Das ist wirklich gut, ja. Vielleicht sollten wir auch anfangen, einfach Probleme zu machen. Und Macht zu lösen. Ja. Und zu diesem Storyplan, also da stimme ich auch wieder zu. Ich habe für meine Runden immer so, ich habe einen Startpunkt auf so einer Karte und ich habe einen Endpunkt. Und dazwischen ist nichts. Dann kann die Linie so hoch runtergehen, nochmal wieder zurück, jenseits der Blätter und dann wieder zurück zum Ziel. Also, wo die Spieler hingehen, das ist komplett deren eigene Entscheidung. Oder sie glauben, es ist ihre eigene Entscheidung. Aber das ist vielleicht auch schön, für das habe ich erst vor kurzem erfahren, am eigenen Leib, weil Niki gesagt hat, man muss die Leute zwingen. Also wir haben sowohl Nikis Schwester als auch meinem Bruder zu Weihnachten ein Abenteuer geschenkt sozusagen und gesagt, wir setzen uns jetzt zusammen und wir spielen D&D. Ihr macht Charaktere und so. Und dann war mein Bruder bei uns, wir haben seinen Charakter erstellt und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lass uns noch ein bisschen kämpfen, damit du einfach weißt, wie das abläuft, rein technisch. Und dann meinte Niki, ja, aber ein bisschen was drumherum brauchen wir schon. Und dann habe ich mich hingesetzt und meine einzige Idee war, ich lasse sie mal gegen Knowles kämpfen. Habe mir die Stats rausgesucht und ich habe davor noch nie ein Spiel geleitet. Mhm. Aber aus diesem, ja, sie kämpfen gegen drei Knowles, wurde ein 2-Stunden-One-Shot, komplett improvisiert. Das heißt, das soll Spielleitern Mut machen, ihr müsst euch nicht viele Gedanken machen. Es reicht, wenn ihr wisst, da will ich hin und alles andere passiert. Wenn die Dynamik der Spieler da ist, läuft das Spiel sowieso unendlich weiter. Genau. Schreibt euch immer nur aber alles auf, was ihr so sagt. Genau. Sonst glaubt euch keiner mehr. Oder habt einen Magier dabei, der immer alles weiß. Das ist eh das blödste Spiel. Ja. Ich cool. weiß alles. Okay. Gut. An dieser Stelle würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr euch auf das Interview eingelassen habt. Sehr gerne. Sehr vielen Dank, du warst ein wunderbarer Interviewer. Sehr ja. Dankeschön. ich würde irgendwann wahrscheinlich noch einmal im Laufe des Jahres einfach auf euch zukommen, einfach um zu hören, wie sich es weiterentwickelt hat. Ich werde sowieso höchstwahrscheinlich immer mal wieder bei Twitch im Chat rumrennen und sowieso irgendwo meinen Senf dazugeben, wenn ich sehe. Und einfach, weil ich wissen möchte, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie sich das für euch weiterentwickelt hat. Und das wäre ein Wunsch. Ich habe einen Wunsch. Macht doch mal irgendwie so eine Art, ja, das ist vielleicht jetzt zu viel verlangt, Making-of. So, wie hat es angefangen, wie sah es irgendwie mal aus und wie hat es sich weiterentwickelt vielleicht mal? Einfach mal so ein 10-Minuten-Video zu sagen, ey, wir haben damals so angefangen und jetzt sieht es so aus. Und dann sieht man so ein Filmstudio. Ja, geil, gute Idee. Vielleicht fragen wir Mario, ob er uns filmt. Aber dann müsste der Mario mal da sein. Ja, stimmt. Dann stellen wir doch ein Stativ auf. Mario! Das ist eine sehr gute Idee, Flo. Und da, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber es gibt ja noch die wundervollen Fotos und Videos vom Tischbau. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Mhm. Das wird auf jeden Fall einfließen. Und ich hätte auch einen Wunsch. Ich würde total gerne mal einen NPC in einer deiner Game of Thrones Runden spielen und auch so ein bisschen mit intrigieren. Ich werde darauf zurückkommen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Kleiner Problemmacher. Warum seid ihr bei Hofe? Ich bin nur da, um zu stänkern. Ich werde diese Wand hochblättern. Ich bin der für den TPK verantwortlich ist. Warum habt ihr so viele Messer dabei? Haben alle noch Platz irgendwo? Genau. Okay, ja, an dieser Stelle, ihr habt ja auch gleich eure Runde wieder. Genau. Wünsche ich euch ganz viel Spaß, aber für alle Leute, die das, wie gesagt, jetzt bis zum Ende gehört haben, aber den Anfang verpasst haben sollten, warum auch immer. Immer montags, 20.30 Uhr bei Twitch, Kamikaze Dungeon Show. Ich hatte vorhin, das muss ich jetzt noch einmal kurz erwähnen, ich habe das immer mal wieder geübt auszusprechen, weil ich immer wieder das Problem hatte, Kamikaze Dungeon Show ging mir irgendwie nicht von den Lippen. Und irgendwann kam die Dummy-Katze Katzenshow raus und da habe ich gedacht, so nein. Schön, richtig gut. Übrigens, ich konnte es auch nicht. Ich habe auch 2 oder 3 Folgen, glaube ich, gebraucht, um das richtig zu sagen. Deswegen wolltet ihr den Namen nicht aussprechen können. Ich schon, Kamikaze Dungeon Show. Kamikaze Dungeon Show. Kamikaze Dungeon Show. Du bist toll ein Ausgebildeter. Ja. Kamikaze Dungeon Show. Dummy-Katze Katzen Show. Aber das machen wir, das wird unser zweiter Kanal, wird die Dummy-Katze Katzen Show. Sie waren so Katzen am Tisch. Gut, an dieser Stelle viel Spaß euch und für alle Zuhörer, wie gesagt, 20.30 Uhr, jeden Montag bei Twitch, schaut Kamikaze Katzen,
Kamikaze Dungeon Show an. Es ist zu empfehlen, Prädikat wertvoll, vor allem für Spieler, die reinkommen wollen und für alte Spieler, die vielleicht ein bisschen verlernt haben, Spaß am Tisch zu haben. Kein Hate. Also keine Front oder so, aber schaut es euch an, es ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Gut. Danke dir. Danke dir. Danke, Flo. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Tschüss.